Als Kind hatte ich Vorbilder, denen ich nachgeeifert bin. Das war wahnsinnig wichtig für mein Leben. Und ich wollte immer so sein wie sie. Vorbilder sind wichtig. Irgendwann war ich selbst Vorbild und das war nicht immer einfach für mich. Ich habe viel gelernt und bin dann selber Mutter von 2 Kindern geworden. Und da war plötzlich ganz klar, ich will ein Vorbild sein und ich kann ein gutes Vorbild sein. Ich habe viel gelernt in meiner sportlichen Karriere und ich weiß, dass es wichtig ist, weiterzugeben, dass man Respekt voreinander hat, dass Fairplay und Miteinander wichtig sind, dass man pünktlich ist und dass man aufrichtig und ehrlich ist. Ich wünsche mir für die Kinder der Welt, es gibt nämlich noch zu viele, die nicht die Möglichkeiten haben, so groß zu werden, dass sie mehr Fairness und Miteinander und Verständnis erfahren und somit Vorbilder haben, denen sie nacheifern können. Und was ich gelernt habe und was ganz wichtig ist, nicht nur in Bezug auf Kinder, sondern auch fürs Leben, dass man seine Versprechen halten muss. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich meins halten kann. Ich verspreche, dass ich immer versuche und immer mein Bestes gebe, für die Kinder der Welt ein gutes Vorbild zu sein. As an artist, I'm interested in if the future is something that comes to you or whether it's something that you actually step into. How does the future feel now? Imagine that you are in it right here now at this very moment. In fact, as the youth of today, you are by definition the future. The future is something you make step by step from the present. You should not rely on the past and the past generations to make it for you. No, make creative choices. Crystallize your feelings into action, into life. Great energy is needed to make the future, to take ideas and expectations and turn them into action. In the past, we used to talk about having energy. In the future, you will be energy. Now, you are a power station. Power your future now. I promise you can do it. Ich würde Kindern und Jugendlichen gerne versprechen, dass sie nicht so lange zur Schule gehen müssen, wie das im Moment tun. Meiner Meinung nach viel zu lange. Ich würde Kindern gerne versprechen, dass Kinder heute nicht mit Beruhigungstabletten und anderem stillgestellt werden, statt Kinder sein zu dürfen. Ich würde Kindern gerne versprechen, dass ihre Eltern sie auf jeden Fall lieben werden, sich nicht scheiden lassen, dass sie niemals krank werden und dass sie ganz generell eine wunderbar wilde und freie Kindheit haben werden. Kann ich alles nicht versprechen. Was ich versprechen kann, ist, dass ich mich immer als Botschafterin der Kinder und Jugendlichen begreifen werde, dass ich diese neue Generation für unglaublich aufregend und talentiert halte und das auch jedem Erwachsenen erzählen werde und dass ich immer ihr Fürsprecher sein werde und sie darin ermutigen werde, das Leben als Abenteuer zu begreifen und ihre Träume ernst zu nehmen. Kurz, ich werde immer ihre Spionin in der absurden Welt der Erwachsenen sein. Man muss jung sein, um große Dinge zu tun. Ich habe dieses Zitat von Goethe besonders gern, weil es wichtig zeigt, weil es richtig zeigt, wie die Jugend in unserer gemeinsamen Zukunft wichtig ist. Wir müssen der Jugend Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln. Und die Fondation Jacobs macht das seit vielen Jahren in einer exemplarischen Art. Aber mein Anliegen heute ist Ihnen zu sagen, dass die Zukunft nicht nur der Jugend gehört, sondern auch der Natur. Was ich damit meine, ist nicht Natur im Sinne von etwas Ästhetisches und schön anzuschauen, sondern im Sinne von etwas, das wir brauchen, um die Zukunft zu bauen. Die Ausbeutung der Natur, die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ist die größte Gefahr, die die Menschheit in Kenntnis nehmen sollte. Wir brauchen die Jugend, um zu helfen mit diesem besonderen Challenge. Warum müssen wir die Natur schützen? Weil die Natur uns helfen wird, die Zukunft zu organisieren. Eine nachhaltige Zukunft geht nur durch einen gewissen Equilibrium, einen gewissen Gleichgewicht, einen dynamischen Gleichgewicht zwischen Jugend, Menschheit und Natur. Und das war mir ein besonderes Anliegen, heute die Möglichkeit, in diesem Beitrag zum Youth zu machen.